mein werter Nachkömmling. Seit Jahrhunderten versuche ich, mich dieser Verblendeten zu entledigen. Aber sie kommen immer wieder aus irgendwelchen dunklen Kirchen hervorgekrochen. Danke. Ich bin ein guter Kämpfer. Keine Sorge, mein Sohn. Wir haben die Sache im Griff. Was führt euch zu mir? Es stellt sich immer wieder die Frage, welche Rolle spielt der Rubin? Warum sprechen die Prophezeiungen von ihrem Tod? In der Loge hat es deshalb große Verwirrung gegeben und Gwendolyn ist beunruhigt. Dafür gibt es keinen Grund. Der Rubin ist dazu bestimmt, mir und unserer Sache zu dienen. Wir alle gehen Träger vor ihr. Was mich verwundert ist, dass ihr es duldet, dass dieses Mädchen euch auf der Nase herumtanzt. Ihr solltet viele Gespielinnen haben, das Abenteuer suchen. Die romantische Liebe ist doch wohl eine Schwäche der Frauen. Eine Schwäche, die wir für uns nutzen sollten. Einem attraktiven Mann wie euch sollte es doch ein leichtes sein, das Herz dieses Mädchens zu erobern. Die Manipulation der Gefühle ist eine große Kunst. Und dann besucht ihr mich. Gemeinsam. Eine Soiree im Haus von Lord Prompton. Werter Graf, mit Verlaub, Gwendolyn ist solch einem gesellschaftlichen Ereignis nicht gewachsen. Sie würde auffallen und womöglich ein Skandal. Das war keine Bitte, mein Freund, das war ein Befehl. Frauen lieben Soirees. Zeigt dem kleinen Rubin die große Welt, beeindruckt sie, schmeichelt ihr, dann wird sie wachs in unseren Händen sein. Sauger, Cappuccino, Jogging, Helikopter, Herztransplantation, Antifaltencreme, Mobiltelefon, Autobus, Reißverschluss. Was haben all diese Worte gemeinsam? Das sind alles Dinge, die es im 18. Jahrhundert noch nicht gab und die du deshalb aus deinem Wortschatz streichen musst. Ebenso wie ey, krass, total, okay oder Gehirnamputation. Und sieben. Und denk dran, tour de main, linke Hand, aber rechts herum. Oh Gott, Gwen, bitte, wo ist rechts? Und ein bisschen mehr Anmut, bitte. Lächeln nicht vergessen. Kopf gerade, Arm auf die Höhe von die Brust. Und Anmut. Anmütig wie ein Windmühl, wie ein Windmühl. Zieltag ist der 12. September 1953. Bereit, Miss Gwendolyn. Gwendolyn, du bist besonders. Es gibt Hinweise in uralten Schriften. Wir reisen seit Jahren durch die Zeit, um alles zusammenzufügen. Der innere Kreis der Loge tritt heute zusammen. Das passiert äußerst selten und nur aus besonderem Anlass. Weißt du, was geschieht, wenn der Blutkreis im Chronographen geschlossen wird? Die Prophezeiungen sprechen vom Aufstieg des Adlers. Vertraust du mir? Bereit, wenn du es bist. Der Graf wird probieren, dich klein zu kriegen. Du musst zeigen, was in dir steckt. Die Ordnung wird wiederhergestellt. Und ich habe kein gutes Gefühl. Ich bin ganz allein. Bist du nicht? Guten Abend. Es muss wohl sehr warm gewesen sein.